Fans von Sci-Fi-Fernsehserien wissen vielleicht, was es mit dieser kleinen blauen Box auf sich hat. Und ich erkläre euch in diesem Video, warum ich sie mitgebracht habe zur Vorstellung eines Autos. Und damit herzlich willkommen hier bei Autonotizen. Alte Polizeinotrufzelle, wie man sie aus England kennt, ist in der britischen Fernsehserie Doctor Who eine Zeitraummaschine getarnt. TARDIS wird sie genannt, Times and Relative Dimensions in Space. Und das Doctor Who-Thema ist durchaus angebracht hier beim Video zu dem Auto, um das es heute geht. Denn wir befinden uns zum einen in so einer Art Paralleluniversum und stellen uns die Frage, sind wir denn aus der Zeit gefallen? Sind wir in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Das passt irgendwie alles zusammen. Blicken wir mal kurz auf die Vergangenheit. Bereits vor 3 Jahren stand der Hyundai Nexo schon mal vor der Autonotizenkamera, heute wieder. Das hat einen ganz bestimmten Grund. In der Gegenwart gibt es ihn also noch und es gibt Menschen, die sich fragen, ist das die Zukunft der Mobilität? Natürlich gibt es auch ganz viele, die sagen, das ist es nicht, denn das Paralleluniversum ist eben hier auch vorhanden in Form eines Brennstoffzellen-Elektroautos mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Während ja die batterieelektrische Technologie gerade ordentlich Fahrt aufgenommen hat und den Markt dominiert. Dennoch hält die Hyundai Motor Group, wie übrigens auch Toyota, der japanische Hersteller, weiter an der Brennstoffzelle fest. Es gibt große Pläne und es werden auch Autos aktuell gebaut. Der Hyundai Nexo ist übrigens der global meistverkaufte Brennstoffzellen-Pkw. Was bedeutet das in Zahlen? Das sind natürlich geringe Zahlen. Im Jahr 2021 wurden Studien zufolge 9.300 Nexo global erstmals zugelassen. Damit liegt er aber deutlich vor dem Toyota Mirai mit 5.800 Einheiten. Bei uns sieht die Sache wieder ganz anders aus. Im Jahr 2021 wurden laut KBA ganze 152 Hyundai Nexo erstmals zugelassen. Dagegen stehen 308 Toyota Mirai. Der ist in der neuen Generation deutlich günstiger. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem des Nexo, aber das Auto erkläre ich euch gleich. Jetzt geht es erst einmal um die Frage Brennstoffzelle, ja oder nein. Fangen wir mal aus der Sicht des Autofahrers an, der vom Verbrenner umsteigt. Der sagt natürlich, klar, wunderbar, ich tanke 5 Minuten Wasserstoff. Das ist ähnlich wie Erdgas tanken, das schauen wir uns am Ende des Videos an. Kann dann damit hohe Reichweiten erzielen und muss mich eben nicht darum kümmern, wie lange muss das Auto laden, wie lange parke ich da. Das ist unbestreitbar der Vorteil so einer Brennstoffzelle. Dann haben wir natürlich viele berechtigte Kritik auch, die ich hier auch nicht außer Acht lassen will. Zum einen muss Strom verwendet werden, um Wasserstoff herzustellen, und zwar mit einer Elektrolyse aus Wasser. Das muss also gespaltet werden. Die beiden Wasserstoffatome müssen extrahiert werden, damit sie dann hier wiederum mit Sauerstoff reagieren können, um wieder Strom zu erzeugen. Also beißt sich dann da die Katze vielleicht ein bisschen in den Schwanz, zumindest nach aktueller Stromherstellthematik. Und dann ist natürlich der Wirkungsgrad hier auch viel geringer, als wenn der Strom direkt durch die große Batterie ins Auto kommt. Allerdings brauchen wir hier keinen fetten, schweren, großen Akku. Das Auto kann kompakter bauen, die Wasserstofftanks können anders angebracht werden. Und dann hat so ein Brennstoffzellenauto natürlich schon auch Vorteile, die sich aber, so scheint es sich jetzt herauszukristallisieren, vor allem auch im Nutzfahrzeugbereich natürlich dann bewähren werden. Die Hyundai Motor Group hat auch eine Flotte von Wasserstoff-Lkw in der Schweiz im Einsatz. Die sollen in Zukunft auch in anderen europäischen Ländern auf den Markt kommen. Auch Mercedes oder Daimler Trucks forscht daran. Und im Lkw-Bereich kommt es eben auch darauf an, dass die Autos möglichst kurz stehen, also viel auf der Straße sind, aber auch lokal emissionsfrei fahren. Und da ist dann natürlich die Brennstoffzelle durchaus eine Alternative. Aber vielleicht schafft sie auch im Pkw aus der Mini-Nische rauszukommen. Voraussetzung ist natürlich ganz klar die Herstellung von grünem Wasserstoff durch Windkraft, wenn die Motoren weiterlaufen, obwohl sie gerade nicht benötigt werden, oder gespeicherte Sonnenenergie. Und die TARDIS fliegt schon davon, aber ich habe sie wieder eingefangen. Wir bleiben hier noch ein bisschen in der Gegenwart. Also das sind alles Fragen, die man sich stellen sollte, die man sich stellen darf. Die haben wir jetzt hier mal abgehandelt, weil die ganzen Kritiker, die jetzt sofort schreien, hör mal auf mit Brennstoffzelle, Batterieelektrik ist das einzig wahre, die haben jetzt eh schon ausgeschaltet. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt das Auto in Ruhe an, machen wir dann ganz normales Auto-Review. Ich erzähle euch, was er kostet, wie er sich fährt und natürlich werden wir auch zur Wasserstofftankstelle fahren.
92 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen gibt es aktuell in Deutschland. Vor 3 Jahren habe ich euch die gleiche oder eine ähnliche Zahl genannt. Also die Infrastruktur ist in Stocken geraten. Somit sind wir also auch damit hier jetzt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Im Moment gibt es ja Pläne, Wasserstofftankstellen für Lkw entlang der Fernstraßen aufzubauen. Die werden dann mit 350 Bar Druck betankt, bei Pkw sind es 700 Bar. Trotzdem hat das Thema eine aktuelle Relevanz und das ist eben der Grund, warum ich den Nexo nochmal vor die Kamera zerre. Sprit und auch Strompreise steigen stark an. Im Moment, als dieses Video entsteht, tanken wir so für um die 2 Euro pro Liter Super oder noch ein bisschen mehr Diesel. Und auch der Strom an den Ladesäulen entlang der Schnellstraßen wird immer teurer. Da kommt dann bei den Kilometerkosten ein Vorteil des Wasserstoffs ins Spiel, denn Wasserstoff wird in Kilo bezahlt und da gibt es nur einen festgelegten Fantasiepreis, also keinen Marktpreis, der kostet 9,50 Euro pro Kilo. Und ich verrate schon mal vorab, ein Kilo braucht der Nexo in meinem Fahralltag auf 100 Kilometer, also sind hier 100 Kilometer Fahrstrecke für 9,50 Euro oder sagen wir mal 10 Euro, wenn es ein bisschen mehr ist, dann darstellbar und da kommt im Moment kein Verbrenner hin und je nachdem, wo ich das E-Auto lade, also wenn ich das nur an der Autobahn lade, dann werde ich diese Rechnung auch in Frage stellen. Fangen wir mal an mit dem Nexo. Ich finde, dass er immer noch extrem schick aussieht. Er war in vielen Dingen seiner Zeit voraus. Er hat schon seit 3 Jahren dieses durchgehende LED-Lichtband zwischen den Scheinwerfern. Leider keine Matrix-LED-Lichter, sondern einfach einfach ein Fernlichtassistent. Aber das Fernlicht ist auch nicht der Rede wert. Das sollte dringend mal nachgebessert werden, ein bisschen weiter und heller leuchten. Formal finde ich ihn sehr schick. Er braucht den großen Kühlergrill, denn hier wird die Luft angesaugt. Das Brennstoffzellensystem mit 440 Brennstoffzellen sitzt dann hier hinter der Haube und da wird dann eben die Luft mit dem Wasserstoff, der aus dem Tank kommt, zusammengeführt und durch die chemische Reaktion entsteht Strom und Wasserdampf als Emission, als Abgas. Die Wasserstofftanks sitzen teilweise, nämlich 2 von 3, vor der Hinterachse, einer hinter der Hinterachse und fassen 6,33 Kilogramm Wasserstoff. Das sind 156,6 Liter, um ganz genau zu sein. Laut WLTP-Norm schafft der Nexo damit bis zu 666 Kilometer Reichweite. Bei mir im Testalltag sind es so 520, 530, also das ist schon ganz ordentlich. 4,67 Meter ist der Nexo lang, der mit den 19 Zoll Felgen hier, finde ich, echt ganz schick dasteht. Getankt wird da hinten, das zeige ich euch gleich schon mal. Denn das ist auch noch mal etwas, was man natürlich nicht vergessen sollte. Wenn wir mal hier in den Tankdeckel hineingehen, dann sehen wir hier einen Aufkleber mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum. Dieser Tank ist also haltbar bis September 2040. Dann müssen sie ausgetauscht werden. Ich habe mit Hyundai gesprochen und in der Tat gibt es eine Vorgabe, dass die Tanks maximal 20 Jahre alt werden dürfen. Also das Auto ist Ende September 2020 zugelassen worden. Und sie dürfen 5000 Mal betankt werden. Dann müssen sie ausgetauscht werden. Was bedeutet das? Da denkt man jetzt, oh Gott, das hält ja nicht lange. Angenommen, ich würde alle 200 Kilometer tanken, dann sind es 5000 Tankvorgänge, dann wären es 1 Million Kilometer. Dennoch, falls so ein Auto länger hält. Was es kostet, weiß man noch nicht. Der Vorgänger iX35 ist noch nicht in dem Alter, dass die Tanks ausgetauscht werden mussten. Und den Nexo gibt es eben auch noch nicht so lange. Die ersten Nexos sollen dann 2038 soweit sein, dass die Tanks ausgetauscht werden müssen. Der Rest des Systems, Leitungen und so weiter, so sagt Hyundai, ist davon nicht betroffen, sondern nur eben die Hochdrucktanks. Zurück zum Auto. Auch im Heck finde ich eine klare Gestaltung. Ich finde eigentlich fast den schönsten Hyundai, den es aktuell gibt. Wir haben hier, was dann auch der Tosen übernommen hat, den Heckscheibenwischer unterm Spoiler und dann hier einfach klare Flächen. Und als einziger Hinweis auf die extravagante Antriebstechnik steht hier das Fuel Cell Logo. Der Kofferraum fasst 467 Liter. Wir haben eine ebene Ladekante, die ist recht hoch. Klar, wir haben hier ein SUV, dann geht es auf den bis maximal 60 Kilo beladbaren Boden. Darunter haben wir nur ein kleines Ablagefach, denn ich sagte ja, hinter der Achse steckt einer von 3 Wasserstofftanks. Die Gepäckraumabdeckung haben wir als Rollo und natürlich können wir die Lehnen der Rücksitzbank umklappen. Das gelingt leider nicht vorgespannt. Da sieht man dann schon ein bisschen das konstruktive Alter des Nexo. Das mache ich dann hier vorne. Wir sehen hier schon, ich kann die auch mittendrin aufhalten, denn die Lehne der Rücksitzbank ist dann auch in der Neigung verstellbar. Wenn ich die umklappe, dann haben wir so eine leicht ansteigende Linie.
Jetzt stelle ich sie wieder auf. Wir werfen noch einen Blick in die Kofferraum-Seitenverkleidungen. Was leider auch fehlt, sind Haken, um Einkaufstaschen aufzuhängen. Es gibt hier scheinbare Verzurösen, das ist aber Kunststoff. Da will ich jetzt keine 50 Kilo Dinger dranhängen, aber zumindest ein Netz kann man da schon verspannen, um Kleinigkeiten dann hier sicher zu transportieren. Schließen wir eben die Klappe und ich öffne die Seitentür, denn es geht zur Sitzprobe. Viele Elektroautos schmücken sich ja mit einem veganen Innenraum ohne echtem Leder. Der Hyundai Nexo brachte das auch schon 2019 mit. Hieß halt dann und heißt weiterhin Kunstleder. Es gibt es in hell und dunkel. Dann sehen wir eben hier eine perforierte Fläche. Außerdem dann hier außen so eine Stoffbahn. Das finde ich ganz schick. Gut, diese beige Linie bräuchte es jetzt für mich nicht. Aber sieht schon alles ganz schick aus. Ich bin 1,92 Meter groß, habe den Fahrersitz wie immer auf meine große Größe eingestellt und passt dann gut hier hinter mich. Ich finde im Moment die Lehnenneigung fast ein bisschen zu flach. Ich würde es, glaube ich, so machen. Die Kopfstütze geht nicht hoch genug raus für mich. Und die Kopffreiheit ist grenzwertig, aber wie gesagt, ich bin ja nicht das Maß der Dinge. Es gibt hier Griffe an den Außenplätzen, außerdem kleine Haken, um Jacken aufzuhängen, zwei Lüftungsausströmer für die Vorpassagiere, leider keine USB-Anschlüsse, das war damals halt noch nicht so, aber immerhin eine 12-Volt-Steckdose. Da kann man sich halt dann so einen Adapter kaufen mit zwei USB-Anschlüssen und dann hier auch zwei Smartphones zum Beispiel zu laden. Außerdem gibt es stabile Netze hier, um Kleinigkeiten zu lagern, eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern und wir haben Isofix. Die Bügel sind relativ weit außen, leider nicht hinter Kappen oder Klappen, aber immerhin auch so ganz gut erreichbar. Schauen wir noch in die Türverkleidung. Dann haben wir hier so leicht unterschäumten Kunststoff. Die Maserung finde ich hier ganz angenehm. Sitzheizung hinten ist Teil eines Optionspaketes. Und dann sehen wir hier eine schöne silberne Einlage mit der Metallabdeckung für den Lautsprecher des gut klingenden Krell Soundsystems. Das war's hier im Vor. Weiter geht's ins Cockpit des Nexo. Vorne sitzt man bequem, schön hoch und hat viel Platz für die Beine. Fahrer und Beifahrer sind von der hochbauenden, aber frei schwebenden Mittelkonsole voneinander getrennt. Das sieht hier erstmal aus wie eine hemmungslose Knopfwüste, aber ist recht schnell erlernbar. Das kennt man ja zum Beispiel auch aus dem Hyundai Kona. Wir haben also hier die Tasten für das Eingang-Reduktionsgetriebe, also den Fahrmodus. Dann habe ich hier die Klimaanlagenbedienung und dann hier die Tasten für das Infotainment-System. Außerdem gibt es dann hier noch einen Drehdrücksteller. Ich kann die Drive-Modes einstellen. Ich habe mit einem optionalen Paket dann hier einen Parkassistenten, der hier zu aktivieren ist. Und ich komme auch hier dann immer wieder auf den Home-Bildschirm zurück. Da hat sich im Laufe des Lebenszyklus des Nexo etwas getan, denn er hat mittlerweile auch das moderne BlueLink Infotainment-System, wo ich dann also auch Navigation mit Echtzeit-Verkehrsdaten zum Beispiel hier bedienen kann. Und schauen wir uns die Karte am besten mal an. Machen das hier mal aus. So, und dann kann ich hier auch den Kartenmaßstab verändern. Und wie gesagt, bei der Routenführung werden auch aktuelle Staus mit berechnet. Außerdem gibt es natürlich die Energieflussanzeige und Reichweitenanzeige für die Brennstoffzelle. Da sieht man jetzt zum Beispiel hier, wir haben jetzt gerade 54% Ladezustand im Tank und haben noch 307 Kilometer Reichweite angepasst an das Fahrprofil, das ich habe. Also das Display, 12,3 Zoll groß, Entschuldigung, 10,25 Zoll ist das Display hinter dem Fahrer, also ein animiertes digitales Kombi-Instrument und das entspricht der gewohnten Hyundai-Bedienstruktur. Ich habe also hier in der Mitte die Bordcomputer-Angaben, kann dann wechseln zur Navigation, Fahrzeuginformationen und den Fahrassistenten. Außerdem kann ich dann hier über Wippen am Lenkrad die Rekuperation einstellen. Das schauen wir uns dann alles während der Fahrt an. Alles schön hell hier, hellgrau, beige, silber. Da fallen dann diese schwarzen Lenkstockhebel ein bisschen auf, aber das sieht anscheinend das Regal nur so vor. Insgesamt finde ich, trotz der großen Displays wirkt das hier relativ zurückhaltend. Auch diese Knöpfe stören gar nicht während der Fahrt. Ich kann verstehen, wenn der ein oder andere jetzt vielleicht denkt, oh Gott, wie sieht das aus? Aber das ist gar nicht dominant. Das Lenkrad finde ich schön gestaltet, auch damals noch neu. Das Zweispeichen-Lenkrad mittlerweile ja auch bei vielen Autos drin. Also man sieht schon, der Nexo war in vielem, auch in Sachen Design, ein Trendsetter. Und deswegen wirkt er auch im Moment echt noch frisch und modern. Da gibt es also keinen Grund für ein großes Facelift, wie ich finde. Für mich gibt es jetzt aber einen Grund, den Gurt anzulegen.
denn wir starten zur Probefahrt. Für Vortrieb sorgt ein Elektromotor, der maximal 120 kW oder 163 PS leistet. Der treibt die Vorderräder an. Die Dauerleistung des E-Motors, die liegt ja immer geringer als diese Maximalleistung, die wird mit 31,5 kW oder 44 PS angegeben, zum Beispiel wenn man jetzt so vor sich hin schleicht. Und wie entsteht jetzt hier der Strom? Wir können hier mal die Einstellungen hier ansehen. Also die Brennstoffzellen, die sorgen eben für die Reaktion der angesaugten Luft mit Wasser. Die Luft wird übrigens extrem gefiltert, kommt deswegen sauberer wieder raus, als sie vorne reinkommt. Und dann entsteht eben Strom. Wir sehen also jetzt hier genau die Energieflussanzeige. Das kennen wir ja von vielen Hybrid- oder Elektroautos. Der Wasserstoff wird also nicht verbrannt, wie es ja früher mal bei einer BMW-Entwicklung so war, sondern wird eben als Energiequelle für den Strom verwendet. Im Prinzip kommt also der Strom für den E-Motor einzig und allein aus der Batterie, die eben dann ständig durch den Wasserstoff geladen wird oder auch durch Schubbetrieb und Bremsen, also Rekuperation. Und ich sagte ja schon, wir haben hier diese Schaltwippen am Lenkrad. Jetzt bin ich hier mal auf Stufe 0 und wenn ich jetzt dann hier auf der dritten Stufe bin, dann verzögert das Auto spürbar, aber es ist weit weg von einem One-Pedal-Feeling, aber jetzt sind wir hier schon von 100 auf 60 runter, während ich sprach, und 50. Also damit kann man dann schon ein bisschen jonglieren, auch gerade so bei Autobahnausfahrten zum Beispiel oder eben, wenn man, wie wir jetzt dann hier gleich, auf eine Ortseinfahrt zusteuern. Dann lässt sich hier auch eben durchaus effizient fahren. In meinem Testalltag, in dem ich auch Autobahnen viel gefahren bin, so mit 120, 130 km/h meistens, dann über Landstraßen und durch Ortschaften, liegt der Verbrauch bei einem Kilo Wasserstoff je 100 Kilometer und damit nur knapp über der WLTP-Normangabe, die liegt nämlich bei 0,95 Kilogramm pro 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn liegt bei 179 km/h, die erreicht der Nexo auch ohne allzu großen Anlauf, aber natürlich wird es dann weniger effizient und je nachdem, welche Strecken man fährt, wo die Tankstellen sind, muss man natürlich schon gucken, dass man da ankommt. Es gibt dann auch in der Navigation die Möglichkeit, nach Wasserstofftankstellen zu suchen. Das sieht man dann hier. Und dann wird auch angezeigt, ob die Reichweite ausreicht, eben bei der Routenplanung oder ob man irgendwo einen Umweg fahren muss, um dann tanken zu können. Das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Hier nochmal ganz kurz so ein Zwischenspurt auf der Landstraße. Also das Auto ist ausreichend fidel, aber im Gegensatz zu einem batterieelektrischen Auto merkt man natürlich, dass erstmal die Energie aufgebaut und der Elektromotor mit Energie versorgt werden muss. Er ist nicht ganz so spritzig wie ein E-Auto. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, der Nexo fährt sich ein bisschen homogener und ist nicht ganz so nervös am rechten Pedal, wie es vielleicht ein leistungsstarkes E-Auto ist. Das könnte ja für manche auch durchaus einen Vorteil darstellen. Zu einem optionalen Ausstattungspaket gehört auch seit Marktstart des Nexo ein Totwinkelwarner mit Monitoranzeige. Wenn ich jetzt hier den Blinker setze, dann sehen wir, dass das Rundinstrument sich verwandelt. Das gibt es ja mittlerweile in vielen Hyundai- und Kia-Autos, aber auch damals war der Nexo echt der Zeit weit voraus und nach wie vor ist das System eine große Hilfe beim Abbiegen, aber auch beim Spurwechsel auf der Autobahn. Und genau auf die fahren wir jetzt, checken da die Fahrassistenz und dann geht es zur Wasserstofftankstelle. Los geht's auf die Bundesautobahn, denn wir sind auf dem Weg zur Futtertränke, zur Wasserstofftankstelle. Da fahren wir jetzt an den Autobahnrasthof. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Wasserdampf die Emission ist und deswegen, wenn man mal ein Brennstoffzellenauto abstellt, wir hören uns das nachher an, wenn wir zum Fazit dann anrollen, dann nicht wundern, dann hört man manchmal so ein Föhngeräusch oder wie ein Staubsauger. In der Tat wird dann das System im Auto trocken geblasen, dass sich eben kein Wasser sammelt, was dann zum Beispiel im Winter frieren kann. Oder man kann auch händisch mit einer Taste hier im Cockpit das Wasser ablassen, um sich die eigene Garage zum Beispiel dann nicht nass pinkeln zu lassen sozusagen. Und genau, das ist auch so eine Eigenart eben so eines Brennstoffzellenautos. So, jetzt sind wir hier auf der Autobahn, Tempolimit 120 und natürlich schauen wir uns auch die Fahrassistenz an. Hier über den
Tastendruck im Lenkrad wird dann die Geschwindigkeitsregelanlage aktiviert. Wir haben auch die adaptive Abstandshaltefunktion, kann ich dann hier so einstellen, den Abstand. Und es ist auch ein Stauassistent dabei, das ist alles serienmäßig. Den Stauassistent konnte ich auch schon ausprobieren. Da merkt man dann schon, dass der Nexo nicht mehr das allerneueste Auto ist. Also es ist nicht dieser Highway Driving Assist 2. Es gibt keinen automatisierten Spurwechsel oder assistierten Spurwechsel. Und der Stauassistent, der bremst auch schon ganz schön ruppig. Also meistens steigt man dann da doch vorher aufs Bremspedal, weil man denkt, das bremst das Auto nicht mehr ab. Aber er packt es dann schon. So, jetzt ist hier ein langsamerer vor uns. Jetzt muss ich die Spur wechseln. Und erst wenn die Spur ganz gewechselt ist, dann nimmt das Auto langsam wieder Tempo auf. Alles in allem, aber auch hier ein echt entspanntes, ruhiges Fahrverhalten. Das Fahrwerk finde ich sehr gut und ich sagte es vorher schon, bei Bedarf wird er bis zu 179 km/h schnell. Das können wir heute aufgrund von Tempolimits und Verkehr nicht ausprobieren, aber das wird uns natürlich jetzt auch sonst die Energieeffizienz hier mit dem 1 Kilo Wasserstoff auf 100 Kilometer durchaus ein bisschen vermasseln, wobei man sagen muss, dass ich bin jetzt schon mehrmals Brennstoffzellenautos gefahren, eben den iX35, den Nexo schon mal und auch beide Mirai-Generationen. Wenn man es fliegen lässt, in Anführungszeichen, ist das Gap nicht so groß. Also der Wasserstoffverbrauch, der steigt jetzt nicht irgendwie aufs Doppelte an. Und das ist auch ein Unterschied zum batterieelektrischen Auto, wo ja bei Vollstrom dann schon durchaus deutlich mehr Kilowattstunden verbraucht werden, als wenn man entspannt fährt. Wir sind hier am Autobahnrasthof für Holzen West. Hier sind wir auch ganz oft mit Elektroautos, denn es gibt viele Schnelllader hier, aber auch eine Wasserstofftankstelle. 92 Wasserstofftankstellen werden in Deutschland betrieben von H2 Mobility oder H2 Mobility. Man kann also nicht ad hoc hierher fahren, sondern ich habe eine Tankkarte. Da gehen wir jetzt mal hier zum Automaten. Muss die Karte hier reingesteckt werden. So, dann suche ich hier die 700 Bar Zapfsäule aus, da haben wir nur eine, gebe einen PIN-Code ein, denn dann wird eben abgerechnet. So, jetzt kann ich tanken. Wir haben den Tank jetzt knapp halb voll, das dürfte jetzt vielleicht dafür sorgen, dass wir nicht den vollen Druck reinkriegen, weil Wasserstoff tanken ist ein bisschen wie Strom, Akku, also Strom in Akku laden, je leerer, desto besser. So, jetzt mache ich hier das Ventil hier drauf. Verriegelt es dann, jetzt ist es hier fest drauf, ja, und dann gehe ich zur Zapfsäule, starte, jetzt wird erst hier ein bisschen Druckausgleich aufgebaut, also das ist jetzt hier erst nochmal ein Testlauf, 9,50 Euro, wie gesagt, kostet das Kilo Wasserstoff und da muss man ein bisschen warten und dann beginnt der Tankvorgang. Jetzt haben wir, wie gesagt, so knapp halb voll den Tank, also ja, 3 Kilo dürften drin sein, mal schauen, wie viele wir jetzt reinkriegen. Noch läuft der interne Funktionstest und jetzt geht's los mit der Betankung, sagt hier das Display. Wir hören so ein Zischen, ich gehe da mal hin mit dem Mikro. Und jetzt sehen wir hier 0,3 Kilo, geht's also los. Wenn der Tank jetzt ganz leer wäre, dürfte man hier so ja, 3-4 Minuten stehen. Dann ist der Tank voll, bei uns dauert es jetzt eben ein bisschen kürzer. Und jetzt schauen wir mal, wie voll der Tank dann wird und dann geht's los zum Fazit.
Die Hyundai Motor Group hat angekündigt, bis zum Jahr 2025 670.000 Elektroautos im Jahr bauen und dann auch verkaufen zu wollen. Davon sollen 110.000 Fuel Cell Electric Vehicles, also Brennstoffzellenfahrzeuge, sein. Ob und wie das funktioniert, muss ich zeigen, denn 2025 ist ja nicht mehr lange hin. Der Nexo ist und bleibt auf jeden Fall ein Nischenprodukt. Ich sagte ja die globalen Verkaufszahlen. Der Hauptmarkt ist Korea, gefolgt von den USA und dann kommt Europa. Aber laut Hyundai ist Deutschland eben mit den 152 Neuzulassungen im letzten Jahr der wichtigste Markt in Deutschland. Und hier haben wir ja auch das dichteste, in Anführungszeichen, Wasserstofftankstellennetz. Einer Verbreitung des Autos steht natürlich auch der hohe Preis im Wege, obwohl Hyundai ja auch hier schon jetzt höhere Stückzahlen fertigt als beim Vorgänger, dem umgebauten Verbrenner iX35, ist und bleibt der Nexo leider sehr teuer, eigentlich auch zu, nicht eigentlich, sondern zu teuer, Punkt. 77.290 Euro ist der Grundpreis. Der Testwagen hier hat das Optionspaket mit 19 Zoll Leichtmetallfelgen, Rundumsichtkamera und den guten Totwinkelmonitoren, Glasschiebedach, Sitzheizung hinten und Sitzlüftung vorne. Außerdem diese mattgraue Lackierung. Meine Wahl wäre dunkelblau beim Nexo, die würde ich mir nicht gönnen, die Lackierung. Der kostet hier mal eben 83.100 Euro. Das ist eine Stange Geld und aufgrund des hohen Preises profitiert er auch nicht von der aktuellen Elektroautoförderung. Da gibt es aber einen Umweg, der ja auch so ein bisschen fragwürdig ist. Es gibt eine Leasinggesellschaft, ehemals Sixt Leasing. Die haben einen Fördertopf bekommen. Da wird dann, wenn das Auto geschäftlich geleast wird, ein Nexo mit fast 14.300 Euro gefördert. Das heißt, die Leasingrate beträgt dann, inklusive Mehrwertsteuer, liegt die bei ungefähr 850 Euro. Ist also auch noch teuer, aber es wird damit ein bisschen abgemildert. Die fragwürdige Sache dabei ist, dass diese Leasingfirma zu Hyundai gehört, also lässt der Hersteller sich dann das Auto vom Staat fördern. Das finde ich leider nicht ganz so schick, nicht ganz so sauber wie das Antriebskonzept. Der Toyota Mirai ist deutlich günstiger, der startet bei 63.900 Euro. Zudem gibt es ja auch ein Video, das verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Und den kann man dann vergleichbar ausgestattet in höheren Linien auch noch günstiger erwerben. Ist aber eine Limousine, hat ein bisschen weniger Platz und ich persönlich finde den Nexo schicker. Ich mag das Konzept, ich mag das Auto auch nach wie vor echt schick. Aber halt leider viel zu teuer und je nachdem, wo man wohnt, macht es natürlich auch keinen Sinn, ein Brennstoffzellenauto zu fahren. Ich bin hier im Raum München und da auch meistens unterwegs. Da haben wir eine ganz gute Infrastruktur mit 5 Tankstellen, aber es gibt eben Regionen, wo das dann nicht der Fall ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal hier diesen Exkurs in Sachen Elektromobilität mit Brennstoffzelle zu gehen und vielleicht gab es für den einen oder anderen neue Informationen, neue Ansichten und neue Einsichten. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf autonotizen.de und nicht vergessen, hier auf dem Kanal und auf der Website bin ich ja technologieoffen. Das heißt, ein Verbrenner, ein Erdgasfahrzeug, ein Brennstoffzellen-Elektroauto oder ein batterieelektrisches Auto haben alle die gleiche Berechtigung, hier auf dem Kanal aufzutreten. Mal schauen, was in Zukunft vielleicht noch für andere Antriebe kommen. Und ich freue mich auf eure Kommentare, wo jetzt bestimmt auch ganz viel Kritik dabei sein wird. Entweder habe ich was nicht ausführlich genug erklärt oder Brennstoffzelle ist doch eh nicht würdig, dass darüber berichtet wird. Ich lese alles und antworte auf die meisten. Vielen Dank dafür im Voraus. Danke an den Matthias fürs Filmen und bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Ciao.